Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe gern auf Reisen, und zwar auf Reisen in die Geschichte. Ich gestehe, dass man dabei immer viel entdeckt. Und es macht mir Spaß, etwas zu entdecken. Heute möchte ich Sie mitnehmen auf dem Weg, wie kam es zum Krankenhaus Waldfriede? Ich könnte die Antwort vorwegnehmen. Es ist eine ganz simple Antwort. Aber Sie wären enttäuscht und würden nach Hause gehen. Aber ich erkläre es Ihnen lang. Also, was ich tun möchte, ist ein Stück Ihnen Geschichte zeigen. Vor allem, wer den Beginn des 20. Jahrhunderts verstehen will, der muss wissen, dass das 20. Jahrhundert, oder besser gesagt, dass das 19. Jahrhundert ein langes Jahrhundert war. Ein englischer Historiker, Eric Hobsbawm, mit dem interessanten Namen, der eigentlich deutsch war und Obstbaum hieß. Sie kamen aus Warschau, aber die englischen Immigrationsbehörden konnten das nicht aufschreiben, Obstbaum, und haben dann Hobsbawm draus gemacht. Dieser berühmte englische Historiker, der hat von dem langen 19. Jahrhundert gesprochen. Und er meint damit die Zeit von der Französischen Revolution bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Und wohl wahr, in dieser Zeit gibt es eine Vielzahl von Entwicklungen. Eine Vielzahl von Entwicklungen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Jules Verne. Ihnen ist der Name Jules Verne bekannt. Ein Mann, der für alles Moderne offen war. Und er schreibt über das 19. Jahrhundert: Ich habe erlebt, wie die Phosphor-Zündhölzer aufkamen. Der Anknöpfkragen, die Manschette, das Briefpapier, die Briefmarken, die kurzen Hosen, der Herrenmantel, der Zylinder, der Halbstiefel, das metrische System, die Dampfschiffe auf der Loire, die Omnibusse, die Eisenbahn, die Straßenbahn, das Gas, die Elektrizität, der Telegraph, das Telefon, der Phonograph. Jetzt wissen Sie gar nicht, was das ist. Aber Sie sehen, alles hat sich verändert. Für die Menschen des 19. Jahrhunderts stand die Welt plötzlich auf dem Kopf. Und diese neue Welt ist eigentlich gekennzeichnet von links, Sie kennen ihn, man muss ihn nicht beschreiben, Napoleon. Was ändert sich durch Napoleon? Man kann es ganz einfach sagen, die Französische Revolution beschneidet in ihrer letzten Konsequenz die Rechte des Adels und fördert den Bürger. Der Code Civil, das erste bürgerliche Gesetzbuch entsteht. Und damit verändern sich die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend. Gleichzeitig eine industrielle Revolution und auf dem Gebiet der Medizin, Sie sehen Robert Koch, Sie kennen ihn wahrscheinlich als Mikrobiologen, aber viel stärker war er Hygieniker. Die Hygiene zu verändern war etwas Ungewöhnliches damals. Sie müssen sich vorstellen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging man davon aus, in der Medizin im Wesentlichen, dass der Mensch aus 4 verschiedenen Säften besteht. Und in dem Moment, wo diese Säfte in ein Ungleichgewicht geraten, wird der Mensch krank. Und dann gehört es dazu, zu der Kunst des Arztes, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Am liebsten hat man das gemacht durch Aderlass. Und der amerikanische Präsident Andrew Jackson soll gesagt haben auf seinem Sterbebett: Hört endlich auf mit dem Aderlass. Wahrscheinlich ist er daran gestorben. Das heißt also, die Schritte, die in der Medizin im 19. Jahrhundert geschehen sind, waren enorm in doppelter Beziehung. Einerseits zu einer, wir würden heute sagen, wissenschaftlichen Medizin, und zum anderen, Sie sehen rechts, Sebastian Kneipp, Pastor Kneipp, der gemerkt hatte, dass seine Tiere, die er gehütet hat als Jugendlicher, wenn sie krank waren, ins Wasser gegangen sind. Und der dafür etwas entwickelt hat, das kennen Sie alle, die Kneippschen Güsse. Die Kneippschen Güsse, und Wasserbehandlung hat bis heute seine Bedeutung. Also, das 19. Jahrhundert nimmt eine Vielzahl von Veränderungen, aber nicht nur auf medizinischem Gebiet, sondern mindestens genauso stark auf religiösem Gebiet. Sie müssen sich Folgendes vorstellen: Als Napoleon kam, waren viele Leute begeistert, aber schon bald nicht mehr. Warum? Weil er viele Grundlagen zerstört hat. Ich komme ja aus der Nähe von Magdeburg und ich liebe den Magdeburger Dom. Ist der einzige deutsche Dom, der in der Gotik gebaut wurde und vollendet wurde. Die anderen großen gotischen Dome in Köln oder in Regensburg, die haben ihre Türme alle erst im 19. Jahrhundert bekommen. In Köln, weil die Rheinländer die Preußen nicht so liebten, so war das. Und in Regensburg, weil man einfach in der Frühzeit in der Gotik noch nicht die Technik hat, um so hohe Türme bauen zu können.
obwohl man bewusst so hohe Türme bauen wollte, denn die Symbolik dieser Dome war eine ganz besondere in der Zeit der Gotik. Aber im Magdeburger Dom wird kein Gottesdienst mehr durchgeführt, als Napoleon kommt, sondern er wird zum Pferdestall gemacht. Noch heute kann man die Ringe sehen, an denen die Pferde im Dom festgemacht wurden. Und das war für die Leute letztendlich ein absolutes Sakrileg. Denn neben der Kirche war immer der Gottesacker. Und es war die höchste Pflicht jedes Menschen, auf dem Gottesacker beerdigt zu werden. Und jetzt wird er verunreinigt. Und als Napoleon nicht mehr da war, war für viele Leute der Vorstellung da, wir müssen uns zu Gott neu wenden, wir müssen uns bekehren. Bekehrung heißt Erweckung. Und so haben wir im 19. Jahrhundert eine Vielzahl von Erweckungen in Deutschland, in Übersee. Wir bezeichnen als Kirchenhistoriker das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Gemeinschaftsbewegungen. Sie kennen vielleicht den Namen der landeskirchlichen Gemeinschaft. Eine der wenigen Gemeinschaften, die sich bis heute erhalten hat. Aber Missionen wie die Neuhermannsburger Mission oder manche andere, die es bis heute gibt, die dann von Deutschland aus in einem missionarischen Bedürfnis die halbe Welt bekehren wollten und auch teilweise getan haben. Eine hohe Erweckungsbewegung, wir bezeichnen sie auch als Neupietismus. Hier oben sehen Sie ein Bild, die Bekleidung aus Süddeutschland. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Fromme Leute. Rechts daneben ein Bild von Missionaren aus dem 19. Jahrhundert. Sie sehen ein wenig gespenstisch aus. Und sie haben natürlich in hohem Maß auch Kultur transferiert. Von der Achtung der fremden Kulturen war damals kaum die Rede. Und hier unten sehen Sie Theodor Juliane und Friederike Fliedner. Das hat die Welt auch verändert, so muss man sagen. Denn mit einmal kommt im Protestantismus die Idee auf, wir haben in der Gesellschaft etwas zu tun. Und diese Idee entsteht 1848, in dem Jahr, als in Europa politisch alles drunter und drüber geht. Der Versuch der ersten deutschen Demokratie erscheitert. Aber da kommt in Wittenberg, kommen evangelische Repräsentanten zusammen, der erste evangelische Kirchentag. Und da hält ein junger Pfarrer aus Hamburg eine Rede, Wichern, der Gründer des Rauenhauses. Und er begeistert die Leute und sagt, wir müssen in unserem Land etwas verändern. Das ist die Geburtsstunde der inneren Mission. Bis heute hängt in der Kirche in Wittenberg, und zwar in der Schlosskirche, neben den Bildern der Reformatoren auch ein Bild von Wichern. Das hat den Grund darin, dass 1848 von Wittenberg auch ein wirkliches Signal ausging. Und infolge dieses Signales im Rheinland, in Kaiserswerth, Pfarrer Pfliedner, der mit seinen beiden Frauen, Juliane die erste, Friederike die zweite Frau, die erste Frau starb relativ früh, die Kaiserswerther Diakonissen gegründet hat. Zum ersten Mal in der Geschichte, dass im Protestantismus junge Frauen vollzeitlich für die Kirche arbeiten. Natürlich damals noch ehelos. Aber das war etwas völlig Neues in dieser Zeit. Und damit entsteht eine Vision. So muss man das sagen. Heute wird das Wort häufig gebraucht. Ich bin manchmal der Meinung zu Unrecht. Man steigert sich in Begriffe hinein, aber die Leute damals hatten echt eine Vision. Was die dafür angestellt haben und investiert haben, das ist enorm. Und zwar, es ist die Vorstellung davon, dass der Mensch in seiner Ganzheit erlöst werden soll. Das heißt, die Vorstellung, wer vom Evangelium redet, der meint damit nicht nur den Kopf, sondern der meint den ganzen Menschen. Leib, Seele und Geist. Und damit haben wir wieder verschiedene Bewegungen, die hier zusammenkommen. Zuerst haben wir eine Bewegung, die aus dem Methodismus kommt. Der Methodismus entsteht im 18. Jahrhundert in England. Eine Bewegung, die in der anglikanischen Kirche entsteht und einen weltweiten Einfluss gehabt hat. Die englischen Methodisten sind die, die die Sklaverei in Europa abschaffen. Sie haben so viel Einfluss. Übrigens, die Heilsarmee ist ein Ableger des Methodismus. Und da entsteht eine Bewegung, man nennt sie die Water Drinkers im England des 17. Jahrhunderts, die sagen, das Übel in der Gesellschaft liegt darin, dass man Alkohol trinkt. Und es muss damals wirklich schlimm gewesen sein im London des 17. und 18. Jahrhunderts.
Und diese Bewegung greift über. Man nennt sie dann die Temperance-Bewegung. Die greift über auf Amerika. Sie sehen links diesen Herrn, der tagsüber schon nicht mehr nüchtern ist und eigentlich dem man nichts zutrauen kann. In Amerika wird diese Bewegung fortgeführt und sie geht einher mit einer Bewegung, die einen religiösen Charakter hat. Wir hatten vorhin in dem Bild gesehen, das Verständnis der Wiederkunft Jesu, siehe, ich komme bald, ein Verständnis im Protestantismus, das die Welt verändern soll. Ein Verständnis, das sagt, wir stehen am Ende der Zeit. Und da haben wir Ellen und James White, das Gründerehepaar der Adventbewegung, der späteren Siebenten-Tags-Adventisten, die in einer Zeit mit einer Begeisterung, als James White zum ersten Mal völlig zusammenbricht, völlig, wir würden heute sagen, ausgepowert, dann mit einmal wird ihnen klar, und wir würden heute sagen, Gott macht ihnen das klar, dass die Gesundheit zum Leben dazugehört. Und sie geben eine Zeitschrift heraus, Health Reformer, typisch Amerika des 19. Jahrhunderts. Da gab es eine Gefängnisreform, eine Schulreform und. Typisch amerikanisch, Amerika hat keine eigene Geschichte gehabt. Aber sie wollten die Geschichte nun verändern, indem von Amerika aus nicht nur etwas übernommen wird, was es früher schon in der Welt gab, sondern indem alles neu gemacht wird. Die Idee, dass jeder einzelne Mensch in der Lage ist, ein Reformer zu sein. Diese frühe Adventbewegung gründet eine Schule in Battle Creek, einem kleinen Ort im Nordosten der USA. Der Nordosten der USA ist ja ohnehin ein Gebiet gewesen, in dem es viele Erweckungsbewegungen gab und in denen eine Reihe von Kirchen entstanden sind. Das ist das Gebiet gewesen, wo die Schiffe von Europa mit den Übersiedlern ankamen. Die nächste Verbindung zu Europa. Man nennt dieses Gebiet auch Burned Over District, also ein Buschbrandgebiet. Damals war es so, dass die Übersiedler von Europa kamen und nun ihren eigenen Glauben ausleben wollten. Und das Ergebnis ihres eigenen Glaubens war, dass sie neue Kirchen gegründet haben. Und eine dieser neuen Kirchen ist eben dann auch die Adventbewegung. Sie gründen eine Schule und da kommt ein junger Mann zu ihnen. Und das ist John Harvey Kellogg. Und da sagen Ellen und James White zu ihm, du solltest Medizin studieren. Er wollte Pastor werden. Er studiert Medizin und wird dann einer der bekanntesten und auch, wie soll ich formulieren, besondersten Ärzte im ausgehenden 19. Jahrhundert der Vereinigten Staaten. Er war, wie so viele damals, ein Allrounder. Er erfindet zusammen mit seinem Bruder Cornflakes. Warum? Das typische englisch-amerikanische Frühstück war sehr fett. Und er sagt, das ist nicht gut. Wir müssen anderes Frühstück zeigen. Und so erfinden die zwei Cornflakes. Und wer heute nach Battle Creek kommt, der liest am Ortseingangsschild, weiß nicht, wer von Ihnen ein paar Städte der USA kennt, die haben dann manchmal so besondere Namen. Ja, the Cornflake City of the United States. Also da ging es los mit den Cornflakes. Er macht noch viel mehr. Er ist der, wir würden heute sagen, der die ersten Home-Trainer entwickelt. Es gibt ein kleines Museum in Battle Creek. Und da kann man einen Pferdesattel sehen. Und dieser Pferdesattel ist so etwas wie ein Home-Trainer. Denn wenn man den einschaltet mit Elektrizität, das war damals eine ganz große Spielerei, dann bewegt er sich und man wird total durchgeschüttelt. Ob das so gesund ist, auf alle Fälle entspannt. Es scheint so. Also eine ganz interessante Persönlichkeit, der ein großes Sanatorium entwickelt und der diese Ideen Licht, Luft, Wasser und man muss eigentlich dazu sagen Elektrizität auch umsetzt. John Harvey Kellogg. Und damit bin ich bei der Vorläuferinstitution von Waldfriede. Friedensau. Ihre erste Frage wird sein, ich kenne die Frage, wo liegt denn das ganz genau? Die erste Frage lautet immer, wenn man jemanden konfrontiert mit Friedensau, wo liegt denn das? In der Nähe von Magdeburg. Damals in der Mitte Deutschlands, wenn man von Königsberg nach Saarbrücken denkt und von Flensburg bis nach, oder von Oberschlesien bis nach, was weiß ich, Mönchengladbach, dann merkt man, dann verschiebt die Mitte sich ein wenig. Und man suchte damals eine Institution
zur Ausbildung und zwar in einem umfassenden Sinn. Sie sehen den Namen Missions- und Industrieschule. Klingt erstmal komisch. Warum das so genannt wird, wird im Folgenden sichtbar. Das ist der Gründungsbeschluss, den es sich lohnt vorzulesen. In Anbetracht der Aufgabe, das ewige Evangelium allen Völkern, Sprachen und Zungen zu verkündigen, empfehlen wir den lieben Geschwistern, eine Missionsschule zu gründen, in welcher Arbeiter sowohl für das einheimische Feld als auch für die in alle Welt verbreiteten Kolonien von Deutschland und Holland ausgebildet werden. Und jetzt kommt's. In Anbetracht, dass das völlige Evangelium Gesundheit des Leibes sowie auch des Geistes in sich fasst, empfehlen wir an einem dazu geeigneten Ort die Gründung einer Heilanstalt, worin auch zugleich Arbeiter für das In- und Ausland als ärztliche Missionare ausgebildet werden können. Magdeburg im Juli 1899. Dieser Beschluss wurde gefasst und die Delegierten wussten nicht, dass der Chef Ludwig Richard Conradi, nicht Louis Conradi, der Vater des späteren Gründers des Krankenhauses Waldfriedes, schon längst eine Idee hatte. Es lohnt sich, diese Persönlichkeit mit ein paar Worten zu beschreiben. Er ist als junger Mann, er ist in Baden geboren, hat eine ganz tragische Kindheit gehabt. Seine Mutter stammt aus Konstanz, er kam unehelich zur Welt. Und als er dann mit 16 ausbüchst nach Amerika, muss seine Mutter zur Polizeibehörde gehen und ihn abmelden vom Militär. Das war damals notwendig. Und sie sagt, er ist nach Amerika gegangen, weil seine illegitime Geburt nicht mehr verheimlicht werden konnte. Was für eine Geschichte eines Kindes. Er hat nie seine Großeltern gesehen, wahrscheinlich den Vater nie gekannt, aber ist dafür umso interessierter, selbst im Leben etwas zu schaffen. Kommt nach Amerika, schlägt sich durch, wird in Amerika Adventist, besucht dann diese bereits genannte Schule in Battle Creek und durchläuft die vierjährige Ausbildung für Pastoren in 1,5 Jahren. Also Überflieger. Und wird dann von jenem James White, der damals einen Verlagshaus betrieb, gebeten. James White war eine sehr autoritäre Persönlichkeit. Er wird gebeten, freundlich gebeten, dann im Verlag zu arbeiten und er sagt No. Das heißt was. Also da steckt eine Persönlichkeit mit Kopf dahinter. Ein Mann, der reden konnte, der begeistern konnte, der schreiben konnte. Einer, der die Welt von vorn bis hinten gesehen hat und der wusste, was zu tun war. Er hatte längst den Ort ausgesehen, denn er hat die Konferenz nach Magdeburg einberufen, weil nur 25 Kilometer von Magdeburg entfernt, mit einem Kleinbahnanschluss, er bereits längst eine Mühle ausfindig gemacht hatte mit dem interessanten Namen Klappermühle. Altes Gebäude. Man muss wissen, dass es in dem Gebiet östlich von Magdeburg eine Vielzahl von frühen Mühlen gibt. Das hat was mit der Missionierung zu tun. Der Magdeburger Dom auf dem Domfelsen ist ja ein markantes Zeichen der Missionierung der Slawen. Und Otto I., Magdeburg war ja mal Reichshauptstadt, Otto I. hat als erste Frau eine Slawin genommen, politisch äußerst klug, und hat damit, ohne Krieg führen zu müssen, das gesamte Gebiet von oder östlich der Elbe missioniert. Und man hat als erstes Mühlen angelegt. Und aus Mühlen wurden dann Orte, wo man, oder besser gesagt, Furten angelegt, man hat gerodet und hat dann Mühlen angelegt. Und das wurden dann Orte, die besiedelt wurden. Eine Vielzahl dieser Mühlen sind untergegangen. Diese Klappermühle wird später mal erwähnt im 13. Jahrhundert. Da streiten sich die Erzbischöfe von Magdeburg und Brandenburg um Besitz, wie das damals üblich war. Und da wird auch diese Klappermühle erwähnt. Im Juli 1899 beschlossen, ein Grundstück zu suchen. Ludwig Richard Conradi wusste längst, was er kauft. Und im Oktober wird das Gelände gekauft, eine Mühle. Die Mühle wird für 300.000 Mark gekauft. Und das entsprechende Gebiet dazu, es wird gerodet, man hat Wiesen, man hat Wald. Ein Gebiet, das heute ungefähr 180 Hektar umfasst. Und das ist kein geringes Stück Land. Auch das hat ein Conradi damals gesehen. Das Mühlengrundstück war relativ klein. Er hat sofort
die Grundstücke drumherum gekauft, also ein Mann mit Vision. Er kauft es auf seinen eigenen Namen. Warum? Weil damals in Deutschland Kirchen, die nicht 1648 am Ende des Dreißigjährigen Krieges anerkannt worden waren als staatlich anerkannte Kirchen, kein Existenzrecht als Kirche hatten. Man hatte gehofft, dass sich das ändert, als in Deutschland am 01.01.1900 das bürgerliche Gesetzbuch eingeführt wurde, also das deutsche Code Civil. Aber da blieb die Frage der Religion immer noch Ländersache. Und so änderte sich das erst mit dem Ende des Kaiserreiches. Also musste man einen Verein gründen. Im Jahr 1900 wurde dann im März letztendlich der Verein eingetragen. Am 8. Januar wurde er, ja, wie heißt das bei einem Verein? Er ist dann in der Gründungsphase, so ungefähr heißt das. Also man hat das dann eingereicht, aber es war noch nicht beschlossen. Und der Zweck dieses Vereins ist interessant. Der Verein führt den Namen Deutscher Verein für Gesundheitspflege. Der Zweck des Vereins ist, durch Errichtung und Betrieb von Heilanstalten und ärztlichen Hilfsstationen, durch Herausgabe geeigneter Literatur, durch die Herstellung und Vertrieb gesundheitlicher Nahrungsmittel sowie die Gesundheit des Volkes zu bessern und auf dem Gebiete der allgemeinen Gesundheitspflege aufklärend zu wirken. Ich finde das toll. Deswegen habe ich Vision gesagt. Die Vision, die Gesundheit des Volkes zu verändern oder zu heben, wie sie es damals sagte, zu bessern. Das war eine echte Vision. Und man sieht hier schon, es wird kräftig gebaut. Man hat als erstes ja eine Baracke gebaut, die man hier nicht mehr sieht. Dann hat man hier eine Nährmittelfabrik gebaut, die erste Fabrik für Kellogg's Cornflakes in Deutschland. Hieß damals Knusperflocken. Der Name Cornflakes wäre niemals für den Verkauf möglich gewesen. Dann hat man hier als erstes größeres Gebäude ein Sanatorium gebaut. Das war das Ziel. Dahinter, wer Friedensau kennt, das ist der untere Teil des sogenannten Südflügels. Früher nannte man Schwesternflügel dazu. Ist heute ein großes Gebäude in dreifacher Größe. Und hier ist das erste sogenannte Beamtenhaus, das gebaut wird. Also man baut recht schnell. Das erste größere Gebäude, das fertiggestellt ist, das ist das Sanatorium. Aber ich zeige Ihnen das Bild der ersten Gruppe der Ausgebildeten, und zwar von 1900. Und hier ist etwas sehr Interessantes zu sehen. In der Mitte ein amerikanischer Arzt, der seit 1898 in Deutschland war, Dr. Hünnes, ein Deutsch-Amerikaner, Ludwig Richard Conradi, prägende Persönlichkeit der deutschen Adventisten, einfach ein Überflieger, Otto Lübcke, ein Gymnasiallehrer aus Magdeburg, hier die ersten Schwesternstudenten, man sieht auch die Pfleger, man sieht die Theologiestudenten. Und eine Person, entdecken Sie die, passt nicht ins Bild. Eine Person, dieses Knäblein. Das ist Conradis Sohn, Louis Conradi. Im Jahr 1900, 12 Jahre alt, er ist im Bild dabei, zeigt schon ein Stück seiner Persönlichkeit. Und es ist nicht übertrieben gesagt, wenn der Sohn etwas vom Vater geerbt hat, dann war das seine autoritäre Persönlichkeit. Vielleicht war der Vater noch ein bisschen, wie soll ich es formulieren, ein bisschen weiter in seinem Denken. Ich will nichts gegen Dr. Conradi sagen. Aber Dr. Conradi hat später nicht nur einmal der Kirche die Pistole aufs Herz gesetzt, entweder ich gehe oder ihr macht, was ich will. Und das, glaube ich, ist nicht die beste Form der Verhandlung, vor allen Dingen nicht in der Zeit zum Beispiel des Nationalsozialismus, wo es eh schwer war zu überleben. Hier also ein erstes Bild von Louis Conradi. Und da haben wir das Sanatorium in Friedensau. Das Sanatorium bestand aus einem Haupthaus, einem Wintergarten, dann ein Nebenhaus, Villa genannt, und einem Bettenhaus mit einer offenen Veranda. Dazu ein Park mit Wandelgängen, dazu gehört auch noch mehr. Also eine Vielzahl von Dingen, die den Leuten eine gesunde Ernährung und Erholung, eine Rekreation des Gemüts, wie man auch schrieb, beibringen sollte. Dazu auch eine Zeitschrift, Gute Gesundheit. Und im Mittelpunkt stand Luft,
Licht, Wasser und Elektrizität. Es wird auch hier sehr schnell eine Schwesternschaft gegründet, eine Friedensauer Schwesternschaft mit den verschiedenen Trachten, so sagt man wohl, die Trachten der Schwestern für die verschiedenen Anlässe. Auf der rechten Seite sieht man sie schon bei einem Guss. Das ist übrigens kein Kneippguss, sondern ein ganz bestimmter Guss, der, oder ich sage es einfach so, der später nochmal zur Sprache kommt. Aber ich habe mir ein frühes Prospekt mitgebracht. Da wirbt man mit der ozonhaltigen Luft, die besonders geeignet ist zur Erholung. Heute würde man das nicht mehr machen. Und dann wird aufgezählt, welche Möglichkeiten im Sanatorium angeboten werden, welche Bäder, welche Umschläge und so weiter und so fort. Ich möchte Ihnen nur etwas ernennen. In manchen Fällen wird die Massage vom Arzt selbst ausgeführt, teils allein, teils in Verbindung mit den bereits genannten Heilmitteln ist die Elektrizität ein wichtiger Faktor. Sie findet in den verschiedensten Formen ihrer Anwendung als galvanischer Strom, als phadarischer Strom, als Sinusdualstrom, als dreiphasiger Wechselstrom, ferner zur Herstellung von elektrischen Wasserbädern, auch in der Anwendung von 4-Zellenbädern. Für die lokale und allgemeine Anwendung der Hochfrequenzströme sind ausgezeichnete Apparate vorhanden. Großer Wert wird auf die Beeinflussung der Haut, ja auf den gesamten Stoffwechsel durch das Licht gelegt. Sowohl im Hause wie auch draußen im Freien stehen Licht- und Luft- und Sonnenbäder zu Gebote. Dieses ist für die Gesundheit von großem Nutzen. Hierzu kommen noch Bogenlichtbäder, Glühlichtbäder, Teillichtbäder und Vorrichtungen zur Rot- und Blaulichtbestrahlung. Es klingt gut. Es klingt gut. Ein Teil der Therapiemöglichkeiten muten uns heute ein wenig ungewöhnlich an. Eine Therapie war die Freilufttherapie. Man konnte entweder in so einem Häuschen leben, man konnte auch in Zelten leben. Richtig, in Zelten. Die frische Luft tat gut. Ganz beliebt war das Luftsportbad. Die Herren nahezu unbekleidet bewegten sich, sie liefen, sie spielten miteinander. Dazu kam ein Luftbad mit großen, wird genau beschrieben, 6 großen Spiegeln, mit denen die Sonne auf den nackten Körper reflektiert wurde. Das würde man wahrscheinlich heute nicht mehr tun. Damals war das absolut in. Sie sehen, alles ist durch hohe Bretterzäune abgetrennt, denn das Gleiche gab es auch für die Damen. Dazu gehört natürlich Morgensport zur Genüge. Hier sieht man das gesamte Personal beim Morgensport. Da musste jeder mitmachen, ob er wollte oder nicht. Und dann, was manche nicht wissen, es gab im Sanatorium Friedensau sogar ein Badebecken im unteren Geschoss, ein relativ großes Badebecken, das sehr interessant durch eine Wandmalerei so gestaltet wurde, dass man dachte, es ist ein großer Raum. Man kann ja manches durch Illusionen auch verändern. Also an alles war damals gedacht. Dieses Bild habe ich ausgewählt, das ist der Krankenpflegekurs 1906-8, weil hier zum ersten Mal eine Person wichtig oder zu sehen ist, die auch für Waldfriede wichtig wird, das ist Dr. Meyer. Dr. Meyer übernahm für Dr. Hönes die Krankenpflegeschule. Neben ihm sitzt der Oberpfleger Gernhardt, der nicht mit nach Waldfriede gekommen ist. Der ist im Krieg gefallen. Und damit bin ich schon fast beim neuen Haus. Ein neues Haus musste her. Das hat etwas mit dem Krieg zu tun. Das hat auch etwas mit anderen Dingen zu tun. Die vordergründigen Ursachen, die kann man überall nachlesen. Die eigentliche Ursache ist nur zwischen den Zeilen zu lesen. Das neue Krankenhaus in Zehlendorf. Zuerst noch einmal zurück zu Friedensau. Warum? Bei Kriegsausbruch wird dieses Haus der deutschen Wehrmacht zur Verfügung gestellt, der kaiserlichen Armee, es war damals keine Wehrmacht, der kaiserlichen Armee, die ja aus den verschiedenen Armeen der einzelnen Länder bestand. Und als der Krieg ausbrach,
haben die adventistischen Verantwortungsträger dem Staat gegenüber gemeint, sie müssten ihre Einrichtungen anbieten als Lazarett. Hier wird also dem damaligen regierenden General die Aufwartung gemacht und mitgeteilt, dass in der Nähe von Magdeburg eine Missionsschule besteht und dort die Möglichkeit ist, 1400 Verwundete zu behandeln. Also das gesamte Personal blieb da, so wird Friedensau Kriegslazarett. Am Ende des Krieges war überall Not. Und diese Not, die überall entsteht, ist natürlich auch, macht sich bemerkbar in allen Bereichen. Man kann nach dem Ende des Krieges nicht wieder den Schulbetrieb aufnehmen. Man muss wissen, dass bis zum Ausbruch des Krieges die Anzahl der Schüler oder Studenten, wie wir sagen würden, auf über 350 angestiegen ist. Das war doch eine ganz schöne Größe. Der Ort ist gewachsen, aber jetzt war mit einmal nichts mehr da. Viele Leute waren im Krieg geblieben, viel Not herrschte. Und jetzt erinnert sich Conradi, der bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich, so muss man sagen, dass die Bereiche der Gesundheit, die ansonsten bei Deutschen oder bei Adventisten in anderen Ländern von großer Bedeutung waren, die er aber ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat, die kommen nun für ihn zur Bedeutung. Und die Ursache ist ganz einfach. Sein Sohn, Louis Conradi, hatte alle Studien beendet, hat in einer Schweizer Klinik, La Linière, seine Approbation erhalten und war jetzt der gemachte Mann, der ein Krankenhaus leiten konnte. Ein Dr. Meyer hätte das schon längst tun können. Und jetzt muss für seinen Sohn ein Krankenhaus geschaffen werden. Wäre es nicht sein Sohn gewesen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das Krankenhaus Waldfriede nie hier so entstanden wäre. Aber das gab es schon. Denn diese neue Einrichtung hieß, ja, man nannte sie am Anfang nur Einrichtung in Zehlendorf. Die hatte noch nicht den Namen Waldfriede. Jetzt kommt, oder den Gemeinden gegenüber, wird eine Begründung gefunden, die plausibler ist. Und die Begründung lautet, da ist auch was dran. Nun ist Friedensau ja abgelegen im Walde. Es führte wohl eine Kleinbahn dorthin. Dann musste man noch eine halbe Stunde laufen. Ist ja auch interessant, durch den Wald zu gehen. Durch den Fläming zu laufen, ist bis heute interessant. Aber er sagt hier, wir konnten uns nicht so entwickeln wie andere Anstalten weltweit. Man merkt dahinter eine Vorstellung. Conradi war ein Mann, der auf Zahlen gesehen hat. Für ihn war Wachstum, Expansion ganz wichtig. Und da gab es schon zum Beispiel in Dänemark eine Einrichtung in Scottsburg. Und die wuchs schneller, gehörte zwar auch zu seinem Verwaltungsbereich, aber das war ihm eigentlich zu wenig. Und jetzt also, wir brauchen das in Deutschland auch. Mein Sohn ist bereit, der steht Gewehr bei Fuß, der darf das. Kommt noch was dazu, Conradi und sein Sohn waren keine deutschen Staatsbürger. Die hatten im Ersten Weltkrieg enorme Schwierigkeiten. Er war amerikanischer Staatsbürger geworden, sein Sohn auch in Amerika geboren, amerikanischer Staatsbürger. Und er ließ sich dann repatriieren im Ersten Weltkrieg. Er musste dann fast ein Jahr in Hamburg bleiben. Sie machen sich keine Vorstellungen, was das für diesen Mann bedeutet hat, der normalerweise von 365 Tagen im Jahr 360 Tage unterwegs war. Und in dieser Zeit erhält sein Sohn dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und das war die Voraussetzung, dann auch hier eine entsprechende Institution eröffnen zu können. Also, es gibt eine vordergründige Aussage und es gibt Gedanken, die zweifellos auch damit zu tun hatten, wie viele Entscheidungen selbst in der Politik häufig mit ganz simplen Dingen zu tun haben, die man nur zwischen den Zeilen lesen kann. Es bestand bereits hier in Zehlendorf eine Einrichtung. Eine Einrichtung, ein Sanatorium Dr. Haufe. Der Name ist nicht ganz richtig, denn es gehörte nicht Dr. Haufe. Eine Familie Ziegelroth hatte 1905 das Anwesen gekauft. Damals bestand schon hier, so meine Information, ein Haus. Dieses Haus wurde dann erweitert und ausgebaut, denn Zehlendorf war ja damals ein wachsender Ort. Die Eisenbahn macht's möglich. Ja, ein Ort im Grünen und er lag im besten Gebiet Berlins. Übrigens, man hätte das nicht im Osten Berlins gebaut. Wissen Sie warum?
Nicht im Osten Hamburgs, nur im Westen Hamburgs. Ganz einfach. Der Wind stand schlecht. Das 19. Jahrhundert mit seiner Massenindustrialisierung hat sehr schnell dazu geführt, dass im Westen der großen Städte, die Industrie hatten, die reichen Wohnviertel waren. Und im Osten, dahin zog ja die schlechte Luft, dort waren die Wohnungen der Arbeiter. Und deswegen auch der Westen Berlins hier gelegen, eins der wohlhabendsten Viertel. Familie Ziegelroth kauft das Haus, es wird erweitert. Und Sie sehen hier, wenn Sie die Häuser vergleichen, auf dem nächsten Bild den erweiterten Bau. Dieses Bild wird mir 1906 angegeben, die Postkarte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon 1906 war, denn 1905 sah das Haus wohl noch so aus, als es gekauft wurde. Denn da steht schon der Name Dr. Haufe. Hier dann also erweitert das Waldsanatorium Zehlendorf-West. Und nun kommt für mich das eigentlich Spannende. Das Waldsanatorium Zehlendorf-West hatte eigentlich dieselbe Konzeption wie das Sanatorium in Friedensau. Dieselbe Konzeption lautete also, es ist ein Ort für Bürger, gesund zu werden. Man hatte sich nicht auf spezielle Krankheiten konzentriert, sondern auf Allgemeines, auf die allgemeine Gesundheit. Und man bot dort alles an, was dazugehörte, mit Licht, Luft, Wasser und Elektrizität. Die Einrichtung des Hauses gleicht fast bis ins Detail dem von Friedensau. Es ist nur geringfügig größer. Die entscheidende Person dabei ist Dr. Haufe. Dr. Haufe ist der Sohn eines preußischen Eisenbahnbeamten, ein typischer neuer Bürger, der in Breslau Medizin studiert hat und dann sehr schnell nach Berlin kam und durch die Behandlung mit Wasser, durch haufische Heilgüsse bekannt wurde. Das Bild vorhin von Friedensau, wo die beiden Damen einen Guss durchgeführt haben, das war ein haufischer Heilguss. Der ist also damit bekannt geworden, hat später in Dresden ein großes Krankenhaus eröffnet, ist dann von der NS auch ein bisschen vereinnahmt worden. Das war dann das Rudolf Höss Krankenhaus, sollte ein Elite-Krankenhaus werden. Gott sei Dank starb er 1936. Dieser Mann hat Waldfriede geprägt. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite das Damenluftbad, das Herrenluftbad, die Luftbäder aus der Vogelschau. Genau das Gleiche, was es damals in Friedensau auch gab. Und damit komme ich zum entscheidenden Punkt. 1920. Eigentlich keine gute Zeit zum Kaufen. Wer sich mit der Kirche in der damaligen Zeit beschäftigt, muss sagen, 1920 waren sie arm. Nach dem Krieg war nichts da. Aber jetzt wird hier eine Einrichtung gekauft. Allerdings, das Spannende ist, man kann es nachlesen, den Gemeinden wurde es mitgeteilt, der ursprüngliche Kaufpreis betrug 750.000 Mark. Und dann wird gehandelt. Das müssen gute Leute gewesen sein. Runtergehandelt bis auf die Zahl, die mir bekannt ist, 350.000 Reichsmark. Es kann sogar sein, dass in der Bilanz eine andere Zahl drin steht. Das war nicht ganz unüblich damals. Ja. Und die letzten 10.000 Reichsmark wurden noch runtergehandelt nach dem Kauf, weil die Einrichtung des Hauses nicht so war, wie sie beschrieben war. Also man hat knallhart verhandelt. Und dann ist das Sanatorium in Zehlendorf, das Waldsanatorium, gekauft. Und hier sehen Sie den Jungen von 1900. Da ist er wieder, Louis Conradi. Da ist Dr. Meyer, der zu dieser Zeit, als das Haus hier eingerichtet wurde, ab Januar 1921, noch gleichzeitig der Institutsleiter in Friedensau war. Bis 1922. Dann erst wurde die Genehmigung gegeben, die Krankenpflegeschule nach Berlin zu nehmen. Ja, diese Persönlichkeiten haben in der Anfangszeit, jetzt sage ich, Waldfriede geklärt. Und jetzt muss ich noch etwas sagen. Warum heißt das Haus Waldfriede? Sie werden sagen, weil das ein Waldsanatorium war. Fast 50%. Aber dahinter steckt noch eine zweite Philosophie. Denn der Ort Friedensau hieß auch nicht Friedensau, der hieß Klappermühle. Und die erste Missionsstation, die man in Deutsch-Ostafrika 1903 gegründet hat, die hieß Friedenstal.
Und das erste Obdachlosenasyl, das man in den 20er Jahren in Berlin gebaut hatte, hieß Friedensheim. Und eine Palliativstation, die jetzt in der Nähe von Berlin eröffnet wurde, heißt Friedensberg. Und dazu kommt Waldfriede. Und dahinter steht ein Stück Philosophie. Es geht beim Glauben nicht nur darum, dass der Mensch im Kopf sich verändert, sondern dass er in seinem Leben etwas erfährt, was für ihn wichtig ist. Und das bedeutet Frieden. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.